Hat er also Flugeinheiten geschickt? Streitkräfte werden angegriffen. Ich meine, wenn wir das Ding schon haben, benutzen wir es auch öfters. Ist ja nicht unsere so. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. So. Machen wir hier noch ein paar Luftabwehrposis. Mutation abgeschlossen. Da unten hätte ich noch gern ein paar solche hin. Okay. So. Wo fahre ich denn hin? Nein. Jetzt gehe ich hierher. So. Ich spüre ein mächtiges Wesen. Ein riesiger Urzerk. Tyrannozor. Wild. Extreme physische Kraft. Essenz nützlich. Muss erlangen. Keine leichte Aufgabe. Dazu müssten wir mitten durch den Kampf zwischen Yatras und Braxodel. Ach, das schafft man. Dann nutzen wir einfach dann die Mutterlisken. Und dann geht das schon, würde ich sagen. Das Bonusziel hätte ich schon gern. Gibt immerhin einen Machtpunkt. Okay. So. Beide Rudel greifen uns an. Sie nehmen uns in die Zange. Ach, das ist eh gleich wieder bereit. Lasst sie kommen einfach. Haben wir eh keine Chance. Mutation abgeschlossen. So, ich behalte dich hier, weil ich nicht weiß, wo ich dich eher brauche. Was ist das? Ah, da fehlt noch was. Gut. 3-3-3. Sammelt schneller, dann haben wir mehr Panzerung. So. Ich würde mal sagen, Attacke. Streitkräfte werden angegriffen. Klasse angegriffen. Die Metamorphose unserer Königin ist zur Hälfte abgeschlossen. Haltet die Verteidigungslinie. Okay, das hört sich gut an. Jetzt würde ich den Bomben mal ein bisschen töten. Diese Urzerk erhalten ständig Verstärkung. Wir sollten sie umgehen. So, jetzt tötet den da mal. Puh! Ach du Scheiße. Der ist ja schon mal nicht ohne. Wir brauchen mehr Wespenmutation. Abgeschlossen. Ach, du kommst da jetzt nicht mehr vorbei. Tyrannozor Essenz erlangt. Werde Uressenzen ausführlicher untersuchen. Streitkräfte. Ach, haben wir es geschafft. Super. Ich dachte, das geht nicht. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Na, dann fliegt mal wieder zurück. Da ist ein kleines Loch. Schneller durch. Schneller. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So. Kann ich euch ja eh hier lassen. Da sieht die Verteidigung ja auch gut aus. Kommt ihr noch darüber? Wir brauchen mehr Maschinengas. Okay. Geh da mal her und heil die. Mutation. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So. Wir brauchen...
brauchen mehr Overlords. Ja, da machen wir halt mal ein paar Overlords. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Nee, eigentlich nur diese Schrecken werden angegriffen. Das ist hier nicht zu Problem. So. Mach ich dann für da unten auch noch eine Königin dazu? Dass die das da alles ein bisschen heilen kann. So, eine schickt mir hier hin. So, und ich vermute, da am Ende wird dann so eine Megawelle kommen. So, das sieht schon mal gut aus. Da kann ich dann noch den Schaden erhöhen. So, da. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Da kommt jetzt auch noch eine Königin runter. Ach, weißt du was? Da mache ich noch eine zweite dazu. Okay, ja, ja, sieht gut aus noch. So, muss man aufpassen, dass die auf der Seite nicht kommen mit Flugeinheiten. Mutation. Wir brauchen mehr Vespingas. Ja, 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 mehr Vespingas. So, da bin ich schon geheilt. Das ist ja hier auch keine Bedrohung für mich. So. Wie sieht's hier aus? Braucht hier irgendwie Heilung? Dann schickt man dich hier noch her. So. Hier wäre noch ein zweiter Ausgang, wenn ich die Steine hier kaputt mache. Aber das will ich ja gar nicht. So. Das werden wir auch noch weiterentwickeln, dass wir noch mehr Schaden machen. So, knapp 7,5 Minuten noch durchhalten. Ach, das sollte alles kein Problem sein. Glaube ich. Die Urzag zerstören die Felsen in der Nähe des Kokons. Oh. Okay. So viel dazu, dass die da eh nicht kommen werden. Also angegriffen. Was soll denn das? Sag mal. So. Naja, kommst nicht dran. Schon gesehen. Der Kokon öffnet sich. Bald wird unsere Königin erwachen. So, benutzen wir das jetzt noch einmal. Das wird auch noch erforscht. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Sch-
Schön. Oh. Hier stehen ja nur mehr zwei. Dann mache ich hier noch 1, 2, 3, 4 dazu. Mehr Respingas braucht man. Nach 5 Minuten geht's noch, das packt man schon. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So. Du kommst hier nicht rein. Oh, das ist auch schon kaputt. Schön. Schön den Kriecher hier verbreiten. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Oh ja, er wird angegriffen. Da nach draußen, meine Geschöpfe. So, hier, hier kommt jetzt auch noch. Was macht ihr denn da vorne? Geht da her. Mineralienfeld. Ach, brauchen wir gleich nicht mehr. Mein Rudel ist stark. Wir erobern Essenz. Wir verschlingen. Jetzt sind nur noch die verfälschten Zerg übrig. Holt euch ihre Essenz. Tötet sie. Yadras Streitkräfte sammeln sich. Sie nähern sich dem Schwarmcluster. Mineralienfeld erschöpft. So, so. Jetzt kommen die von vier Seiten gleich. Mineralmutation abgeschlossen. Oh, lasst sie kommen. Mutation abgeschlossen. Zack, zack, zack. Ja, spuckt sie aus. Falls alle Stricke reißen, habe ich ja noch euch. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Sehr schön. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wunderbar. So, setzen wir das jetzt nochmal ein und dann können wir es dann... Ne, geht sich gar nicht mehr aus. Na egal. Hätte ich kurz vorher noch müssen. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. So. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was? Das große Finale? Ein Moment. Töten Sie in die Vollprobe 75 gegnerische Einheiten mit Urschrecken. Aha, okay. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Oh, ich habe gar kein Berstlingsnetz. Berstlingsnest gebaut. Wo bist du denn? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Verteidigt den Kokon! Der Schwarm wird bestehen. Ja, kommt euch durch. Der fleischt sie. Werden
Wunderbar. Ich schaffe das eh hier locker, ich hier halt sicher auch. So. Dann will ich mal sagen, lass das fröhliche Mutieren beginnen. Und bis da hinten, würde ich mal sagen, rollen. Oh. Das war's schon. Die sieht ja gefährlich aus jetzt. Oh, geil. Oh, noch geiler. Was ist das? Mission abschließen. Töten Sie in die Feuerprobe. Gut, die 75 Uhr Schrecken. Ja, schließen Sie die Feuerprobe auf den Schwierigkeitsgrad normal ab, ohne dass Kerrigan's Kokon Schaden erleidet. Na gut, das ist nicht wirklich schwierig gewesen, fand ich jetzt. Wunderbar, dann gehen wir mal auf Fortfahren. 26 Minuten die Mission, boah, plus mein Gequatsche. Puh, ob ich da wirklich nur eine Folge draus machen soll? Das wird dann wieder so riesig und braucht ewig zum Hochladen. Isha, was macht ein Urzag in meinem Leviathan? Ich bin Ehaka, ein Sammler. Ich töte, nehme Essenz. Ich komme zu dir, weil ich deine Veränderung spüre. Ganz Zerus spürt sie. Ganz Zerus fürchtet sich davor und vor dir. Aber du hast keine Angst vor mir, oder, Dehaka? Du leuchtest. Du wirst mehr Essenz sammeln. Ich werde folgen. Tust du es nicht, werde ich nicht folgen. Ich habe schon gefährlichere Bündnisse geschlossen. Nun gut, du kannst bleiben. Verrate mich und deine Essenz gehört mir. Gut. Na gut. Wie lange läuft denn die Aufnahme? Oh Gott. Das waren jetzt 40 Minuten. Puh, ich glaube, da muss ich das teilen. Das ist sonst zu lange. Passt. Dann mache ich hier an dieser Stelle, werde ich mal speichern. Und dann sage ich schon mal danke wieder fürs Zusehen. Ich werde dann in der nächsten Aufnahme hier weitermachen. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, wie immer, würde es mich freuen, wenn ihr ein Abo, Kommentar und einen Daumen nach oben da lassen würdet.
Und ja, es würde mich auch freuen, wenn ihr meine Videos teilen würdet und mich weiterempfehlen auch könntet. Jetzt bleibt mir eigentlich nur mehr zu sagen, ja, bis zum nächsten Mal und ciao!